Griechenland findet keine Ruhe. Die griechischen Behörden haben erneut vor Bränden gewarnt und die Bürger zur Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer und Funken aufgerufen. Die Feuerwehr informierte per Tweet über sehr hohe Brandgefahr in der Region Attika rund um die Hauptstadt Athen, sowie im Süden der Halbinsel Peloponnes und im Westen der beliebten Urlaubsinsel Kreta. Grund dafür sind nicht etwa hohe Temperaturen. Sie bleiben zu Wochenbeginn mit rund 35 Grad im ganzen Land im Rahmen der üblichen Sommertemperaturen. Brandexperten warnen vielmehr vor den starken Winden, die in der Woche vom 7. bis zum 13. August in vielen Teilen des Landes erwartet werden, so die dpa. Vor allem die Ägäis ist in den Sommermonaten betroffen, wenn der trockene Sommerwind Meltemi stark aus Nord, Nordost und Nordwest bis hinunter nach Kreta weht. Weil es in weiten Teilen Griechenlands seit Wochen nicht geregnet hat, reichen Funken, die der Wind vorantreibt, um gewaltige Brände zu entfachen. Laut Feuerwehr entstehen aktuell täglich Dutzende Brände, die meist unter Kontrolle gebracht werden können.